Also, da sind wir. Angedockt wird an der Raumstation bei Space 7. Und ich bin selber gespannt, was gibt es auf so einer Raumstation? Okay, da tun wir... Boah, die macht keinen Schaden. Sieht ihr das hier? Also ganz gemütlich hier campen. Einfach mal alles niederrotzen. Ja, so Pistole ist halt schon nicht der Hammer. In Panik? Wieso hat er Panik? Hallo? Hallo? Panik? Der ist nicht mal verletzt worden. Und jetzt läuft sogar noch die Aliens in, ich weiß nicht, ob die so, weißt, so voll findet, nur weil du da jetzt. Wie du da jetzt auf Hände hoch machst, schießt man nicht oder fressen dich nicht. Ausgerechnet mit dem Schrotzen, also mit dem Panik gerade. Top. Cooper, bist du dabei? Also, gehen wir mal auffüllen. Jetzt habe ich jetzt was etwas Neues. Was kann sein, dass natürlich in Panik ist, geratet und aufgegeben, oder zumindest bisher, bis vor dem Patch, denke ich, wenn so läuft, irgendwie verletzt werden. Aber das ist ja gar nicht passiert, das ist dort einfach nur angeschwebt. Kein Schaden, nicht. Aufgetankt. Ich hoffe, das ist es. Da hinten müssen wir ja, also so ein mit Pistolen ist schon nicht so cool. Da ist auch einer. Auf ihn! Komm, ich schwebe da auf. Schwebe da rein, da sind wir safe. Das Problem ist, es ist mir recht egal. Nicht auf die Tür, Jungs, nicht auf die Tür. Hui! Okay, wir müssen schnell mal plündern da. Okay. Okay, finde ich cool mit Rumbass und so. Ich hätte einfach gerne bessere Waffen. Anyway, wir gehen jetzt wieder Standardprogramm rein, alles automatisieren, dann
möglichst wertvoll und möglichst schnell wegräumen. Was ist denn das? Monsterkadaver. Oh, Dünger, geil. Das lassen wir mal sein. Er ist abgebaut, dann schnappe ich mir da gerade noch den Kohlenstoff-Asteroid. Ich mache jetzt gerade mal Vollgas. Und dann schauen wir mal das Piratentechnisch. Er ist noch nicht unten angekommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um hoffentlich das, wenn nötig ist, zu machen. Und ich schaue mir das Datenlog an. Okay, das sind aber die gleichen Einträge wie bis jetzt. Könnt ihr wie immer in Pause lassen, wenn es so interessiert. Action im Weltraum. So, da eine, wie sieht es da eigentlich aus? Ist schon wieder aufbereitet, es sieht ziemlich grün aus, dort lässt es schon weg. Wieso hat Madame keinen Sauerstoff? Okay, aber sie ist wenigstens im Schiff. Vernachlässigte Verrichtung, die haben sich jetzt glaube ich gerade in Anzug gepisst, oder? Was ist genau unser Problem da oben? Irgendetwas hat es wieder verhängt. Irgendetwas hat es verhängt. Machen wir. Mach doch nicht jetzt löschen. Okay, jetzt fliegt der Retour. So, wie ich sehe, Madame ist recht angeschlagen. Aber das müsste ich jetzt wieder von allein einpendeln. Gut, dann haben wir hier ein überdimensioniertes Stromknotenzeug, aber das speichert wenigstens Energie, dann können wir hoffentlich ein bisschen vorwärts machen. Das macht eigentlich die Forschung. Ah, oh, okay. Okay. Ja, dann nehmen wir das Durchlaufen hier wieder abbauen, dann wird übergeholt. Beziehungsweise müssen wir schon alles drinnen sein, ja. Schnell, wo es Pirat treibt. Keine Ahnung, der ist vielleicht gar nicht oben geflogen. Oder das ist auf dem Nachbarsystem, sie müssen nicht zwangsläufig sein, dass er runterkommt. Gut. So, bauen wir den ab, was wir können. Thank you.
Gut, das sind wieder alle aufgehellt. Das hackt nicht einmal ein bisschen. Ich muss es ein bisschen genauer beobachten, nicht, dass man da irgendwann auf die Schnur geht. Oh, der ist voll. So. Infrastruktur könnte grundsätzlich loswerden. Hier Brücke eigentlich auch. Die können wir eigentlich relativ gut. Das gibt gut Kohle. Ja, machen wir so. Wie sieht es eigentlich so leicht für die Leistung? Triebwerk 1310. Von wie viel wurde das noch gezeigt worden? Da, ja. Grundsätzlich müsste ich jetzt auch schon abhauen. Infrastruktur. Okay, der Handel ist weg, kommt dann verkaufen wir ein paar von den Infoblöcken, da nicht zu viel. Typ bauen und jetzt billig verkaufen, ich bin ein super Händler. Ja gut, das klappt jetzt schon deutlich besser. Energietechnisch zumindest. Mal 10 durch. Ist das etwas Neues? Erforscht das Sonnensystem durch einen Sprung? Heißt noch ein bisschen mysteriös. Okay, Energie. Yay! Forschungstempo plus 10. Also.
zuerst noch ja treiben. Ich muss kurz so ein bisschen, ich will schlau ja treiben, schlaue Energie haben. Dann kann ich nämlich den abbauen, der relativ gross ist, sofern er noch gleiche Dimensionen hat. Das ist schon eine Geschichte, das muss ich wieder neu umbauen. Aber, ja. Wenn wir den Weg machen, dann haben wir doch den Platz für uns Zeug. Das ist noch der Plan. Sie schlafen, der lädt wieder auf, sehr schön. Also, dann laden wir noch den letzten Infra-Lodien. Wieso denn wieder? Komisch. Was für die Form. Das grosse Update hat es aber nicht so viel Probleme gegeben. Okay, alles klar. Ich mache mal ein bisschen weiter, noch ein bisschen plündern und so weiter. Ich glaube, seit es passiert jetzt irgendetwas Ungewöhnliches, dann hole ich euch wieder dazu, so wie immer. Und sonst geht es einfach mal darum, Ressourcen zu sammeln, Ressourcen zu sammeln, Ressourcen zu sammeln und forschen. Und wenn dann dort irgendwie so ein bisschen das Raumschiff erweitert tun oder die Forschung abgeschlossen haben oder irgendetwas Ungewöhnliches passiert, schalte ich euch natürlich sofort wieder zu. Bis dann, sage tschüss.